Ouagadougou, Westafrika. Wir fahren zum Operndorf von Christoph Schlingensief, gemeinsam mit Aino Laberenz. Die Bühnenbildnerin war die Frau an der Seite des Künstlers. Am Rande der Sahara entsteht ein komplettes Dorf rund um eine Oper, weltweit wohl einzigartig. Gerade ist Regenzeit und die Landschaft nicht ganz so karg wie in den heißen Monaten. Das Operndorf war der letzte große Lebenstraum des deutschen Regisseurs und Theatermachers. Mit ihm wollte er Leben und Kunst zusammenführen. Hier war absolut gar nichts. Der Ort hat sich nicht grundlegend verändert. Also ich glaube, der Ort hat nach wie vor die Kraft, die Christoph auch gesehen hat. Und ich glaube sogar, dass sie noch ein bisschen gewachsen ist, dadurch, dass jetzt hier sich wirklich Leben formiert. Es ist 7.30 Uhr, kurz vor Unterrichtsbeginn. Zu dem Operndorf gehört auch eine Schule. Sie wurde vor 3 Jahren eröffnet. Die Schülerinnen und Schüler kommen aus den umliegenden Dörfern, legen täglich eine gute halbe Stunde Fußweg zurück, um zum Unterricht zu kommen. Jedes Jahr werden 50 Erstklässler eingeschult. Ab Herbst werden 200 Kinder die Schule besuchen. Aino Laberenz kennt sie seit ihrem ersten Schultag. Man sieht, wie die Kinder wachsen. Man sieht, dass die auf einmal lesen können. Also, am Anfang konnten die noch nicht mal ein Wort Französisch so. Und jetzt lesen die da aus so einem Buch vor. Und das ist schon, es rührt auch. Es ist irgendwie total schön und zu sehen, was dann wirklich auch ganz effektiv bleibt. Gerade hat die Operndorfschule bei einer UNESCO-Studie als beste Schule im ganzen Land abgeschnitten. Dass die utopischen Künstlerfantasien ihres Mannes zu einem konkreten, lebendigen Projekt werden, ist vor allem das Verdienst von Aino Laberenz. Die 33-Jährige ist viel pragmatischer, als ihr Mann es je war. Das ist ein sehr mutiges Projekt, das ist ein sehr großes Projekt. Christoph war auch immer der, nicht wirklich kleine Dinge gemacht hat, sondern er irgendwie erstmal ein bisschen höher die Latte gelegt hat. Ein halbes Jahr nach der Grundsteinlegung stirbt Christoph Schlingensief an Lungenkrebs. Der Multikünstler hinterlässt Aino Laberenz kein leichtes Erbe. Es gab den Punkt, als Christoph gestorben ist, da war wirklich eine Form von Stillstand hier. Und das ging auch wirklich darum, dass man sich erstmal überlegt hat, wie geht man weiter, wie stellt man sich auf. Und es war aber nie die grundsätzliche Frage für mich, dass man weitermacht. Nach einer Zeit der Trauer führt seine Witwe das Projekt nun mit großem Elan weiter. Gerade ist die Krankenstation fertig geworden. Sie ist nach der Schule der zweite wichtige Baustein im Operndorf. Die Kinder haben diesen Ort bereits für sich erobert. Der Traum von Christoph Schlingensief erlebt jeden Tag ein Stück mehr. Ich habe nie daran gezweifelt, dass das Projekt auch ohne Christoph weiterlebt. Ihm war klar, dass er nicht mehr viel Zeit haben würde. Aber er hat mit seiner Entschlossenheit und seinem Dickkopf in 3 Tagen so viel bewegt wie andere in 10 Jahren. Und jetzt kämpfen sein Team und seine Frau engagiert weiter, dass das Operndorf nicht stirbt. Tanzgruppen aus den Nachbardörfern eröffnen heute die Krankenstation. Viele Familien sind gekommen. Insgesamt wohnen 5000 Menschen in der Region. Sie alle müssen nun nicht mehr den beschwerlichen Fußweg in das Krankenhaus der gut 30 Kilometer entfernten Hauptstadt machen und können gleich hier erst versorgt werden. Außerdem sollen im Operndorf bis zu 20 Kinder im Monat auf die Welt kommen. Omar Ouedraogo ist Chefarzt in der Hauptstadt. Er half bei der Planung mit
und führt die ersten neugierigen Besucher aus den Nachbardörfern durch die Krankenstation. Die Ärzte und Krankenschwestern, die hier arbeiten werden, kommen alle aus Burkina Faso. Sie werden bezahlt von der heimischen Regierung. Darin unterscheidet sich das Operndorf von anderen Hilfsprojekten. Das hier ist der Vorbereitungsraum. Wenn die Frau fertig ist für die Entbindung, kommt sie von hier aus in den Kreissaal. Was von Christophs Geist bleibt, ist das Leben, also Kultur, Bildung und Gesundheit als Ganzes zu sehen. Und heute mit der Eröffnung der Krankenstation nähern wir uns der Philosophie von Christoph Schlingensief ein Stückchen mehr. Das Dorf beginnt zu leben. Wenn ein neugeborenes Baby schreit, dann ist das die wahre Opernmusik. Das hat Christoph Schlingensief einmal gesagt. Dieser Traum wird mehr und mehr zur Realität. An einem Punkt, gerade auch im künstlerischen Sinne, zu gucken, wie baut man eine Möglichkeit auf, für Künstler wirklich das Operndorf auch als Fläche nutzen zu können. Ich habe gerade das totale Bedürfnis, mich wieder aufzumachen für Ideen, für Künstler, wie man jetzt wirklich konkret hier auch arbeitet, zusammenarbeitet und wie dieser Austausch stattfindet. Nach der Eröffnungsfeier geht es wieder nach Ouagadougou. Hier treffen wir Smokey. Er ist der einflussreichste Rapper Afrikas und Pate für die Musikprojekte im Operndorf. Mit Aino Labarenz schmiedet er bereits Pläne. Im Operndorf eigenen Tonstudio will er demnächst mit den Kindern experimentieren. Es ist wichtig, einen kreativen Raum zu haben, in dem wir etwas auf die Beine stellen können, ohne dass es gleich einen Nutzen haben muss. Hier können die Kinder ihre Vision der Zukunft unseres Landes umsetzen. Schule und Krankenstation sind fertig. Was jetzt noch fehlt, ist das Festspielhaus. Im Zentrum der schneckenförmigen Anlage, hier in der mit Wasser gefüllten Baugrube, soll es errichtet werden. Zurück in Berlin, gut eine Woche nach der Rückkehr aus Burkina Faso. Ob das geplante Festspielhaus je gebaut wird, steht in den Sternen. Das Festspielhaus ist natürlich etwas, was auch in der Zukunft noch angedacht ist, was aber erstmal warten muss und sollte, weil es darum geht, wie sich die Kunst in Form zum Beispiel von Musik, in Form zum Beispiel von Oper wieder in der Realität ansiedelt. Und dafür brauche ich jetzt erstmal gar kein feststehendes Haus. Dafür brauche ich Künstler, die ihre Oper veranstalten, mit den Menschen, mit dem Land und so weiter. Von ihrem Berliner Büro aus versucht Aino Labarenz, sich mit afrikanischen Künstlern auszutauschen. Kein Netz nach Afrika. Nee. Das Operndorf soll zu einem Projekt der Menschen aus Burkina Faso werden. Aino Labarenz will es nicht als deutsches Projekt verstanden wissen. Es geht um einen beiderseitigen Austausch der Kulturen. Für Kritiker glich die Idee von einem Operndorf in Afrika einer Totgeburt. Doch es lebt, jeden Tag ein bisschen mehr. Samstags war die Eröffnung und eine Woche später, Samstag, wurde schon das erste Kind geboren. Das heißt, dieses eigenständige Leben findet wirklich statt, auch wenn ich hier bin. Das erste Kind ist ein Mädchen und kerngesund. Und auch der erste Patient sitzt bereits auf dem Zahnarztstuhl. Gerade bei der Zahnpflege gibt es in den westafrikanischen Ländern eine große Versorgungslücke, die durch die Krankenstation jetzt geschlossen wird.
Aino Laberenz ist es zu verdanken, dass der Traum von Christoph Schlingensief konkrete Formen annimmt. Er ist aber auch 4 Jahre nach seinem Tod hier immer noch präsent. Natürlich habe ich immer wieder Christoph fast schon vor Augen, der hier die Treppe hochgeht, weil er da wahnsinnig fasziniert von war, als die gebaut worden ist. Und ich frage mich natürlich irgendwie, wenn der hier so durch die Gegend läuft, oder was er zum Beispiel auch denken würde, 1:1, das sind natürlich Fragen, die man sich stellt. So. Aber man sieht ihn manchmal, also ich auf eine Art und Weise, ja. Da, vielleicht war er das gerade, der Wind. La vie s'en va, s'écoule comme une rivière. Frangine, fais pas la fière, fais un pas en avant et profite-en dès maintenant.